Na toll. Gerade frisch angekommen. Und dann schon vom Schulpriester befasst. Toll. Neues Ziel, fliehen Sie aus der Anstalt. Können wir machen. Ich filme einfach nochmal so ein bisschen rum. Ich vlogge jetzt einfach so ein bisschen, ne? Kennt man ja. Meine, die Hackfressen auf YouTube sehen auch nicht besser aus. Was? Nee, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ach du Scheiße. Nee, doch, habe ich gesagt. Sieht hier irgendwie so ein bisschen unnett aus. Ich weiß auch gar nicht so genau, was die hier alles... was die erlebt hat, wollte ich sagen. Eine neue Akte. Karl Kopflos. Einer von 10.000 wahrscheinlich. Was hat er denn zu sagen? Vollziehungsbefehl. Okay. Eidesstaatliche Erklärung wurden von dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert. Die Grund zur folgenden Annahme hat katastrophale Sicherheitsausbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seine Repräsentation voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokumentes verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf eine Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihren Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ist schon bitter, ne? Stell dir einfach mal vor, ich komme zu dir, so auf der Straße und drück dir einen Brief in die Hand. Ja. Du hast eigentlich schon verloren, weil du hast ja einen Brief angenommen und damit gleich die AGBs akzeptiert. Okay, das tut mir auch ein bisschen leid. Ansonsten ist hier hinten nochmal eine Toilette. Ein kleines Klo. Hier ist kein Geschäft, was wir machen können, aber eine Batterie. Den hat so beim Scheißen zerbombt. Der Arme. Durchfall des Todes. Hier ist scheinbar gerade noch irgendjemand rausgegangen, wenn hier noch Blut ist. Oh, das kriegen wir jetzt auch nicht auf, scheinbar. Mensch, hätte ich mal meinen Vierkant dabei, dann wäre das Ding jetzt schon lange offen. Geht's hier lang? Okay, wir können gleich die Batterie aufladen. Ich will das jetzt aber noch nicht machen. Hier ist doch ein Funkgerät. Warum liegt da keine Batterie? Da wird ja wohl irgendwo eine Batterie drin sein. Oder wenigstens ein Akku. Akku-Pack. Mich würde jetzt mal mega interessieren, ob sich diese Zeit abstimmt, nach und nach. Also die Realzeit ist es jetzt nicht. Ich nehme das ein bisschen später auf. Ist mittlerweile 9:30. Aber mich würde interessieren, ob sich das nach und nach verspätet, weil wir haben ja oben eine Uhr gesehen. Okay, ich wechsle mal die Batterie. So. Das würde mich mal interessieren. Was steht da eigentlich? Ich habe das vorhin gar nicht richtig angeguckt. Proclaim the Gospel. Keine Ahnung, was das bedeutet. Weiß ich wirklich nicht. Kann ich nicht übersetzen. Liegt da was unterm Tisch? Nee, ist ein Glasscherben. Okay, den hat's wohl auch erwischt. Ansonsten sieht es hier eigentlich ganz nett aus. Ein kleiner Arbeitsplatz. Ja. Wer will hier nicht arbeiten, ne? Der PC hat's auch gesagt. Ey, das tut mir am meisten leid. Ruft einen Krankenwagen. Die Menschen sind mir egal, aber der PC, der muss überleben. Das ist so wichtig. Das ist unglaublich. Weil das da auch nicht. Die laufen noch echt alle PCs. Die haben auch nichts von Umweltschutz gehört. Okay. Hier ist auch noch ein Rechner, der läuft und Passwort gesichert ist. Warum schnieft denn der jetzt so? Ist irgendwas? Habe ich was verpasst? Okay, hier liegt noch was. Eine Akte. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Was steht denn da drin? Erste Patientenbefragung. 28.01.2011. Ist ja schon ein bisschen her. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität. Stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon. Risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichtes bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst. Was?
enorm Körpergröße. Ich will hier gar nicht mehr rumlaufen. Haben wir den vielleicht gerade eben gesehen? War das vielleicht Walker? Kate Walker? Kennt ihr jemand? Mal so nebenbei? Wäre interessant. Extensive Dermalepution, keine Ahnung, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagenem morphogenetischer Antrieb, Zellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm, eine wahre Sicht vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindeserfahrung mit Tuataranaechsen und ihren parietalen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch. Was? Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch? Lol. Insbesondere über seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, darauf auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seiner Dienste in Afghanistan erlitten hat, scheinen seinen Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt sich durch die Therapien, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Boah, Alter, ey, das Vorlesen ist auch so ein bisschen hier, weißt du? Ach so, Q und E, das hatte ich ja schon entdeckt. Können wir auch mal anwenden. Ja. Wie war das mit Vorurteilen gegenüber Behinderten? Okay, da ist eine Tür. Als wenn ich da jetzt hingehe, ich bitte dich. Der macht uns doch alle. Guck mal, wie der schon zuckt. Als wäre der nett. Ich bitte dich. Als wenn ich da jetzt hingehe, ich glaube, es hackt. Okay, kommen wir auch nicht durch. Habe ich mir schon fast gedacht. Weißt du, Exit ist auch so ein bisschen behindert hier. Obwohl, der sieht sogar normal aus, ne? Finde ich, der sieht normal aus. Wir müssen da doch jetzt nicht wirklich vorbei, oder? Wenn ich da jetzt hingehe. Können wir uns ducken? Können wir ihn nicht wegschieben oder so? Ich meine, der ist ja eh ein bisschen behindi. Ich will ihn ja nicht beleidigen, nicht, dass ich ihn wütend mache. Ich guck einfach nicht hin. Ich glaube, das Spiel ist kaputt, er greift nicht an. Hä? Willst du mich verarschen? Zum Zahnarzt sollte er auch mal gehen. Okay, ich glaube, der soll nicht angreifen. Ich gehe mal weiter. Alter, ich will nicht auf so viele Menschen treffen. Seid ihr denn bösartig? Seid ihr böse Buben? Bist du ein böser Bube? Nein? Er hat den Kopf geschüttelt. Ich hab's gesehen. Alter, was hat der denn da? Das letzte Einhorn. Sein Gehirn? Leute. Ich weiß ja nicht, was das soll. Ah, ich hab's. Ich hab mal gehört, dass irgendwie so 10% von so einer Fernsehstrahlung kosmische Strahlung sein soll. Und die wollen jetzt die Lösung des Universums herausfinden. Ich bin mir ganz sicher, der verzweifelt schon vor Ideen. Alter, was hat der mit seinem Bein gemacht? Das kommt bei raus, wenn man zu viel trainiert, Leute. Also merken. Okay, ich lasse die mal in Ruhe. Wir haben gerade noch irgendwas bekommen. Notiz, gebrochene Männer und tote Fernseher, ernsthaft? Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Eine leere Hülle. Tja, das tut mir auch wieder mal ein bisschen leid. Aber man kann natürlich nicht für jeden Menschen auf der Welt Leid empfinden. Das geht gar nicht. Also lass sie einfach mal liegen. Guck mal, der sitzt da noch. Hey, Süßer. Schon was vor? Lass den mal. Lebt er da? Nein. Aufmachen. Ich glaube, der lebt, ne? Nee, der ist wieder kahl kopflos. Ich gehe einfach mal zu ihm hin. Was ist denn da? Ist so unscharf. Alter. Das ist aber auch, ne? Aber wo soll der hingezogen worden sein? Ist auch so toll, hingezogen worden sein. Gib mir mal, was du auch immer da hast. Eine Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Das ist gut. Ja, Mensch, ich lass dich mal in Ruhe. RIP.
Rest in Pepperonis. Nee, Rest in Peace. Für dich. Ich trau dem nicht. Hier können wir auch nicht durch, oder? Es ist bestimmt wieder abgeschlossen, weil es ein Exit ist. Das muss einfach so sein. Guck mal, wie dunkel das da ist. Okay. Sind die noch da oder sind die jetzt abgehauen? Nee, die sitzen alle noch hier. Ist ja doch bestimmt freundlich, oder? Ich meine, ein Einhorn kann ja eigentlich nicht so böse sein. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Vortrag halten. Also, die atomatische Strahlung ausgehend aus dem Universum besteht aus 24% Aluminium. Dabei kann man eindeutig feststellen, dass man davon 4% abziehen kann, da meistens Verluste aufweisen. Das sehen Sie in diesem Schaubild hier. Meistens kann das dann auch rot dargestellt werden. Das habe ich hier einmal angezeichnet. Nicht? Okay, ich gehe. Für den Kumpel können wir auch gleich noch einen Vortrag halten. Das ist eine Kamera, guck mal. Und ich bin... Alter, hat er gerade geschnieft? Das geht doch nicht gut. Als wenn du uns jetzt in Ruhe lässt. Nein! Ich hab's gewusst! Nein! Ja, ist mir egal, ob dein Doktor tot ist. Geh doch weg! Geh doch... Was? Hat er sich gerade das Genick gebrochen? Alter. Geh! Ja, ganz ehrlich, normalerweise bin ich zwar dagegen behindert zu treten, aber ganz ehrlich, jetzt können wir da mal richtig loslegen. Komm, hau rein. Ne. Alter, ey. Können wir wenigstens sein... Alter, hör auf zu schreien, Junge. Ich krieg hier voll gerade Paras, ey. Ich stehe auch denkbar ungünstig. Ist das Klopapier? Mhm. Ich verstehe. Okay, den können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Ich lasse den da einfach mal liegen. Klopapier hat er ja da kann er sich ein bisschen Glück verschaffen. Ist da jetzt auch noch jemand? Ich traue dem Spiel jetzt gar nichts mehr an. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir haben jetzt eine Sicherheitskarte. Ich vermute, die können wir nicht durch die Rechner ziehen, oder? Das würde mich jetzt verwundern. Nee, ne? Welcher Hersteller? Keine Ahnung. Okay. Aber wir haben doch hier schon alles abgesucht, oder? Oder habe ich vielleicht irgendwo nicht richtig geguckt? Da waren die Toiletten, hier kommen wir nicht durch. Da drüben ist noch was. Habe ich da gerade eine Tür gehört? Okay, nein, hier geht's auf Eifel nicht rein. Habe ich mir fast gedacht. Okay, dahin ist ein Wegweiser. Das wissen wir schon. Security Room, Electric Room, Library. Library waren wir ja schon, das reicht mir eigentlich schon. Okay, wir können auch in die Kirche gehen, weil ich will nicht zu dem schwulen Pastor. Sollen wir hier schon runter? Es plätschert ein bisschen. Okay, kommen wir noch nicht rein. Dann gehen wir erstmal hinter da, zu dem Security Room. Room vor allen Dingen. Ich denke, dass wir da ganz gut aufgehoben sind. Wir haben ja jetzt auch die Was? Alter. Ich wollte gerade wieder so... Okay, das reicht. Ich will gar nicht. Ich will das gar nicht mehr machen. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Da hinten geht's noch rein. Ich glaube, das war wohl eine spontane Darmentleerung mit leichten... Rotweinverlust. Witness. Hot. Eindeutig hot. Dazu macht er sich natürlich Notizen. Was hat er denn da auf dem Hinterkopf? Sieht ein bisschen aus wie eine Biene. Ja, Klopapier hat er keins benutzt, die Sau. Meine Fresse, hätte ruhig mal wischen können hier. Komm, zu jetzt mit dir. Hätte auch mal abschließen können, so ein bisschen, ne? Ach so, und hier ist dann, das ist dann das neue Toilettenmodell, Modell 1.4. Die alten Toiletten sind natürlich nicht mehr innen. Ja, also jetzt die hier. Die will ja keiner mehr haben. Hier mit Arm will keiner haben. Gerade mit Kopf, das ist auch, das ist schon wieder ein neueres Modell. Hier hat man dann eindeutig die Ableckfunktion. In Japan wird das häufig verwendet, auch als Wasserklosett bekannt. In dem Fall ist es halt mit Leckfunktion. Aber diese
Diese Toilette ist eindeutig das neueste Modell. Hier kann man dann auch gleich ein paar Streifen draus machen, dass das Ganze nicht so viel Platz wegnimmt. Und das ist schon ziemlich effizient. Also kann ich nur empfehlen, benutze ich auch selber zu Hause. Hat eigentlich nur Vorteile. Nur noch eine Lampe geht, okay. Steht hier wenigstens Toiletten? Ja. Ah, toll. Hier ist wahrscheinlich dann das Fleischlager. Du stehst doch drauf. Entschuldigung. Ich frage mich, wie es den da zerdrückt hat. Der hätte ja hinter dem Schrank stehen müssen, rein theoretisch. Oh Mann. Was? Aha. Wir haben es also mit scary Geistern zu tun. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, die Alte von Daylight ist hier. Ich lasse sie einfach mal rumhoppen da hinten. Ist hier sonst noch irgendwas? Außer fliegen. Eine Batterie. Das gefällt mir doch. Okay. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ist die Tür zugegangen? Natürlich. Oh, nicht, dass jetzt dieser Scheißtyp auf dem Flur ist. Auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Können wir die noch nach außen aufmachen? Nein, können wir nicht. Ob die uns sehen können, wenn wir so rumgucken? Ich hoffe nicht. Noch ein paar Blutflecken. Na Mensch. Security Room. Ruhm. Komm, wir gehen in den Ruhm. Naja, komm. Was soll's. Wir haben eh keine andere Chance. Können wir die wenigstens von denen abschließen? Uah, geh rein. Irgendwie hier jetzt wieder abschließen? Als wenn wir die jetzt nicht abschließen. Sitzt auf seiner Hand. Kriegen wir wenigstens ein Passwort oder so? They lie. Sie lügen. Okay, achso, warte mal. Hier war noch eine Notiz, glaube. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden. Was? Ernsthaft? Warum lebst du denn noch? Haben mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käserei bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein heiliger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher sein Apostel. Darum habe ich nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu seinem Wohl tut. Sacke, der ist schwul. Kinderkrabscher, ja, das ist der erste Schritt. Dann geht's an Erwachsene. Hier ist ein bisschen Technik. Mensch, können wir ein bisschen rumspielen, ein paar LAN-Ports. Finde ich gut. Drücke linke Maustaste, um den Haupteingang zu öffnen. Okay, ein paar CMD-Befehle haben wir natürlich drauf. So, slash öffnen Haupttor. Ich verstehe. Natürlich. Dauert ein bisschen. Die haben bloß 1 GB Leitung in ihr. Was? Ach nein, der kommt jetzt auch bestimmt wieder begrapschen. Starte den Generator im Keller neu. Wir müssen es eindämmen. Versuch dich im Schrank. Was? Können wir filmen? Was ist das denn für eine Sau? Haut der wieder ab? Kleines Schwein. Ich finde euch Schlampen. Geh mal lieber, Fatty Boletti, ich kann dich irgendwie nicht leiden. Zum Glück können wir seinen Arsch nicht filmen, da ist gerade der Streifen vor. Es ist schon so ein richtiges Model, ja? Hätte ich jetzt eine Bulettenfabrik, würde ich den sofort nehmen. Sag nicht, wir müssen jetzt hinterher. Wir müssen den Generator wieder einschalten. Müssen wir dann wieder in den Keller, wo ich vorhin gestanden habe? Ich weiß es nicht. Aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge rausfinden, denn wir sind bei ungefähr 20 Minuten. Ich verabschiede mich nächste Folge geht's halt in den Keller hinunter. Den Generator neu starten. Danke fürs Zusehen. Jetzt kommt erstmal der Endscreen.